Ich möchte mit euch jetzt einmal ausrechnen, was 16 mal 27 ergibt. Und zwar möchte ich das mit euch diesmal in einem Flächenmodell ausrechnen. Wir fangen mit der 16 an. Hier habe ich ja die 1 an der Zehnerstelle, also das steht hier für 10. Und das möchte ich jetzt hier nochmal einzeichnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich habe also diese Strecke, die im Wesentlichen für die 10 steht. Okay, dann habe ich hier noch diese 6. Die zeichne ich jetzt hier ein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diese Strecke ist also 6 lang. Und ich habe hier letztendlich diese 6. Okay. 10 plus 6 ergibt 16. Das ist diese 16 hier. Jetzt kommt die 27. Da mache ich das genauso. Das kommt jetzt in Magenta nach unten. Also das ist hier eine 20 plus 7. Die 2 steht an der Zehnerstelle. Das sind also 2 Zehner oder einmal 20 oder 20 mal 1, je nachdem, wie du es sehen willst. Das zeichne ich jetzt erstmal nach unten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ich zeichne jetzt mal hier diese Linie. Diese ganze Linie, die repräsentiert mir eben meine 20. 20. Okay. Und jetzt ist noch 7 übrig. 7 kommt hier unten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, passt genauso hin. Also ich habe hier nochmal 7. Hier ist nochmal plus 7. Ergibt 27. Die Lösung von dieser Aufgabe kann ich jetzt eben, und jetzt kommt der Trick, darstellen als ein Viereck mit einer Fläche von 16 mal 27 Quadrateinheiten. Das sind ja kleine Quadrate. Und jetzt zeichne ich einfach dieses Rechteck mal ein. Das geht hier, also geht 16 rüber. Jetzt gehe ich mal hier nach unten. Schauen, ob ich das hier hinkriege. Ja, es geht. Hier also wieder nach unten. Okay, bis hier. Und hier wieder so rüber. Diese ganze Fläche hier ist jetzt eben 16 Einheiten breit und 27 Einheiten hoch. Und die ist eben zusammengesetzt aus 10 plus 6. Das zeichne ich hier jetzt mal ein. Genau bei 10 Einheiten ziehe ich einen Strich nach unten. Und in der Höhe sind es eben 27 oder 20 mal 7. Das ist jetzt eben hier. Und diese ganze Fläche kann ich mir eben jetzt eben auch herleiten als die Summe von diesen vier Teilflächen. Und die rechnen wir jetzt einfach mal aus. Fangen wir mal mit dem großen Viereck hier an. Das hat eine Fläche von 20 mal 10 und das weißt du natürlich schon. Du kannst jetzt einfach sagen, na gut, 20 mal 10 ist 200. Oder du kannst natürlich einfach an die 20 hier die 0 noch 10 dranhängen und dann kriegst du eben auch 200. Also das ist 200. Die Fläche hier ist 200. Was ist mit diesem Dreieck hier? Ich habe 20 mal 6. Das kann ich so ausrechnen. 2 mal 6 ergibt 12. Jetzt habe ich aber hier noch diese 0, also ergibt das 120. Okay. Jetzt mit den Flächen hier unten wird es ein bisschen einfacher. Ich habe hier 10 mal 7. Das ergibt natürlich 70, das weißt du sicher. Und die letzte Fläche hier unten ist, kann ich darstellen, als ein Viereck, was 6 Einheiten breit ist und 7 Einheiten hoch ist, das ergibt 6 mal 7 oder 42. Was ist nun die Fläche von diesem großen Viereck?
Da summiere ich diese vier Zahlen jetzt auf. Also nochmal 200, 120, 70 und noch 42. 0 plus 0 plus 0 plus 2 ergibt 2. 0 plus 2 ergibt 2 und 7 gibt 9 und 4 ergibt 13. Die 1 kommt hier, übertrage ich nach oben. 1 und 2 gibt 3 plus 1 ergibt 4. Also es kommt 432 raus. Das heißt, das Ergebnis von dieser Aufgabe. 16 mal 27. Ein Viereck, was 16 breit ist und 27 hoch ist, hat insgesamt eine Fläche von 432 Quadrateinheiten. Jetzt denkst du dir, na, was soll denn das Ganze eigentlich? Ich kann doch 16 mal 27, das weiß ich doch schon, wie ich das multipliziere. Machen wir das hier nochmal, du hast natürlich völlig recht. 16 mal 27, wie kann ich das noch rechnen? Ich fange hier wieder an. Ich rechne 6 mal 7, das ist 42. Die 2 kommt runter und die 4 kommt hoch. Und wenn du mal hinschaust, das ist die gleiche 42, wie ich sie hier eben auch schon habe. Also diese 42, die steht im Prinzip ja auch schon hier unten. Diese 42. Jetzt mache ich hier noch weiter. Jetzt muss ich hier noch die 1, die steht aber auf dem 10er-Platz, mit 7 multiplizieren. Also 7 mal 10, das ergibt 70. Und jetzt siehst du wieder, es ist diese 70, die ich auch schon hier unten hatte. Das ist also 70 nochmal. Und jetzt habe ich aber noch die 4, die ich hier übertragen muss. Und das ergibt dann 11. Und die 112, das ist im Wesentlichen die Addition von diesen zwei Zahlen hier unten. 70 und 42 gibt 112. Oder was habe ich letztendlich gemacht? Ich habe ja 16 mal 7 gerechnet. Also ich habe ein Viereck, was 16 breit ist und 7 hoch ist. Das ergibt zusammen 70 plus 42, 112. Das gleiche machen wir jetzt mit den unteren. Mit der 2 hier und jetzt nehme ich mir erstmal eine 0 mit runter. Warum mache ich das? Das ist ja keine 2 hier, sondern in Wirklichkeit ist es ja eine an der 10er Stelle, also eine 20. Und jetzt rechne ich einfach 2 mal 6 gibt 12, aber weil ich ja hier eine 0 habe, sind es ja letztendlich 120. Das sind die gleichen 120, wie du sie auch hier drüben hast. Okay, daher kommt es. Also ich habe hier die 0, habe ich mir runtergenommen. 2 mal 6 gibt 12. Wir hatten ja immer gesagt, wir nehmen die 2. Moment, das lösche ich nochmal. Und mein lieber in Weiß. Also kommt hier die 2. Und das muss ich hier auch wieder wegmachen, das verwirrt ich doch und die 1 bleibt hier oben. Und was ich jetzt im Wesentlichen noch rechne, ist die 20 mal 10, das gibt 200 und das ist die gleiche 200, wie sie hier auch schon steht. Und wenn ich das jetzt hier die 1 und die 2 ergibt zusammen die 3, und was ich jetzt wieder mache, also hier steht die 320 und das ist das gleiche wie 200 plus 120. Oder eben auch 16 mal 20 ist eben das gleiche auch. Wenn ich das jetzt hier wieder addiere, gebe ich hier wieder 2 und 0 gibt 2, 1 und 2 ergibt 3 und 3 und 1 ergibt 4 und wir sind fertig.